Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Grüße. Gemüsepfanne. Yeah, ich kann Gemüsepfanne machen. Hätte ich mal eine Küche. Wahrsager. Heute gut drauf. Das ist gut. Das heißt, ich kann die Roden aufbrechen gehen. Oh, wird es ganz Tag klar und sonnig werden. Okay, dann let's go. Hi. Guten Morgen. Ich habe bemerkt, dass du ein paar Steine aufgeschlagen und Erz gefunden hast. Das ist gut. Wie hast du das bitte gemerkt, Clint? Ich war in der Mine. Stalker. Wenn du das meiste aus deinen gefundenen Erzen holen willst, brauchst du einen Schmelzofen. Zufälligerweise, gar nicht zufällig, habe ich auch ein extra Set Blaupausen herumliegen. Hier, du kannst sie haben. Herstellung eines Schmelzofens gelernt. Mit dem Schmelzofen kannst du Metallbarren schmelzen. Diese Barren können für die Herstellung, Konstruktion und für Werkzeugverbesserungen genutzt werden. Wenn du ein paar Kupferbarren geschmolzen hast, kannst du dir überlegen, ob ich eins deiner Werkzeuge verbessern soll. Das erleichtert dir deine Arbeit ungemein. Nun denn, ich gehe nach Hause. Mach's gut. Er verschweigt einem, dass das auch Geld kostet. Nicht gerade wenig Geld. Und vor allem 5 Barren pro. Na gut. Ach Mensch, das alltägliche Werbeblättchen wieder im Kühlschrank, sag ich schon. Im Briefkasten. Robin hier. Ich weiß, du hast eine Menge Steine auf deinem Hof herumliegen. Wenn du welche übrig hast, könntest du dir überlegen, ob ich dir nicht vielleicht einen Brunnen bauen soll. Brunnen kannst du überall auf deinem Hof platzieren und sie sind sehr praktisch, um deine Gießkanne schnell wieder aufzufüllen. Schau einfach bei meinem Laden mit 75 Steinen und 1000 Gold vorbei, wenn du bereit bist. Robin. Ich habe gesehen, dass du die alte Mine erkundet hast. Du hast die Seele eines Abenteurers, so viel kann ich schon einmal sagen. Wenn du 10 Schleim erledigen kannst, hast du dir einen Platz in meiner Abenteuergilde verdient. Pass auf dich auf, Marlon. Was die alle von einem wollen momentan. Ja, also den Brunnen werde ich mir nicht holen, weil der ist nicht so gut. Also hier bringt mir halt nicht viel, weil ich halt die Überwasserstellen habe. Da wäre es halt so rausgeworfen, das Geld irgendwie. Ach Quatsch. Muss ich mir aufheben für das Gemeindehaus. Ja, im Spiel ist jetzt Sonntag. Wenn die Folge rauskommt, ist bei euch Montag. Müsste Montag sein. Ja. Ja, wie war euer Wochenende? Habt ihr irgendwas Besonderes gemacht? Musstet ihr arbeiten? Hattet ihr frei? Oder? Könnt ihr mir gerne davon erzählen? Doch mal mehr hier. Hilfe. Ups. Hi. Den Sandfisch brauchen wir, ne? Brauchen wir halt echt. Aber die Kokosnuss könnten wir halt auch holen, weil der Bürgermeister hat heute Geburtstag im Spiel. Und der mag Kokosnüsse. Das ist echt schwer. Das ist echt schwer. Nee, den kriegt er dieses Jahr ein scheiß Geschenk. Und ein Geschenk, wozu er neutral steht. Keine Ahnung. Ah, schau mal. Flup, flup, flup. Momentan wieder ein bisschen das Problem, ein Thema zu finden, womit ich euch reden kann. Aber ja, wird schon. Gehe ich fest von aus. Jetzt kann ich eigentlich. Verschenke ich das? Verkaufe ich das? Ich weiß es nicht. Ich könnte die Geoden aufbrechen lassen gehen und mal kurz das Museum die ganzen Sachen abgeben hier. 2, 3, 4, 5. Ja, komm. Oder mit, dann kann ich es im Gemeindezentrum abgeben. Die Narzissen nehme ich mit für den Bürgermeister als Geschenk, falls ich ihn sehe. Ja.
finde es halt schön, dass man halt hier in der Stadt so ein, man hat halt so einen Kalender hier hängen. Habe ich euch, glaube ich, schon mal gezeigt, wo die ganzen Geburtstage eingetragen werden. Hier, da sieht man Louis Geburtstag. Und dann kann man halt immer gucken, dass man den verschiedenen Charakteren halt was schenkt, wenn man möchte. Hi Shane. Bin beschäftigt, sieht man das nicht? Ja, mega. Hering Nummer 3. Nein. Habe ich gerade keine Lust zu. Und ja, ich finde Ge Geburtstag, ganz egal wie alt man wird, bitte schön. Bitte. Hi Nolan, du machst eine Pause. Ich hoffe, der Fluss tritt nicht über die Ufer. Es regnet gerade mal 3 Stunden. Also mal was gebrachtes Geschenk. Ja, ein Herz. Naja, immerhin. Also ich finde, Geburtstage sind immer wichtig. Auch wenn man halt irgendwann keine Lust hat, die irgendwie mehr zu feiern. Penny. Weil es gibt ja super viele Menschen. Ich werde da reingehen. Ich brauche einen Moment Ruhe. Ich werde da reingehen. Ich brauche. Ja, okay. Vergiss es. Huch. Noch eine Cutscene. Mein Gott. Entsetzlich. Nicht ein einzelnes Stück in der gesamten Kollektion. Was meinst du? Du hast etwas gefunden? Lass mich sehen. Bum, 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 bum. Bum, bum. Bemerkenswert. Es ist sehr alt. Wahrscheinlich 1000 Jahre alt wie das Ton auch von Penny, wa? Ich würde es gern genauer unter die Lupe nehmen, aber es gehört dir. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Würdest du eventuell neue Fundstücke wie Artefakte oder Minerale spenden? Wir könnten zusammen bahnbrechende Entdeckungen machen. Oh, und wer weiß, wenn du weiter spendest, schicke ich dir vielleicht den einen oder anderen interessanten Gegenstand, über den ich stolpere. Denk drüber nach, ja? Wenn du etwas spenden willst, bring das Objekt einfach hier zur Rezeption. Badum, bam, 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 bam. Ich liebe diese Musik. Und wir von vorne. So, dann schmempern wir mal ein bisschen. Bitteschön. 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 Und den dahin. Bitteschön. Und wir kriegen eine Belohnung. Das wird schön. Und noch 250 Gold. Yay. Blumenkohlsaat. Okay, ich wollte eigentlich in die Minen gehen, aber irgendwie scheißen mir hier gerade alles Inventar voll. Na, gucken wir mal. Geode aufbrechen. Zack. Ja, ist okay. Das kann man spenden. Schiefer. Kupfer. Ein versteinerter Schleim. Und Kohle. Ja, hätte besser werden können. Egal. Muss halt noch mal kurz in meinem Hof ein paar Sachen ablegen, aber dann können wir endlich los. Dann kriegst du noch 2 Sachen. Bitteschön, bitteschön. Und ich gehe wieder. Ciao. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Ja. Aber zum eigentlichen Thema zurück, Geburtstage. Mein Gott. Ich finde, Geburtstage sind wichtig, auch wenn viele Menschen ihren Geburtstag irgendwann nicht mehr feiern wollen oder halt einfach sagen, oh, ist ja nur ein Tag wie jeder andere auch. Nee, eigentlich nicht. Es ist der Tag, an dem ihr die Welt erblickt habt. Und so beschissen ihr die Welt manchmal auch findet, ich wette mit euch, würdet, wenn ihr wissen würdet, dass es die Welt gibt, es schade finden, wenn ihr nicht hier geboren werden würdet. Es war ein weirder Satz und ein weirder Gedankengang, aber ich hoffe, ihr meint, ihr wisst, was ich meine. Ihr meint, was ich weiß. Weiß Bescheid. Und ja, also ich finde schon, dass man den Tag, an dem man geboren worden ist, schon feiern sollte. Und wenn es auch nur ein Kreis der Familie ist, die freuen sich immer, wenn es einen Grund gibt, zusammenzufinden und zusammen einen Tag zu verbringen und ein bisschen zusammen Kuchen zu essen und Kaffee zu trinken und über alle Geschehnisse zu quatschen.
Eure Familie will da auch nur wissen, dass es euch gut geht. Mehr wollen die doch gar nicht von euch hören. Dem ich ja bei die Hacke, ich Idiot. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Ich muss zugeben, ich finde Familientreffen auch immer anstrengend. Und ich drücke mich da auch relativ oft drum. Beziehungsweise einerseits nicht freiwillig, weil durch meinen Beruf ich halt einfach oft genug absagen muss. Aber ich halte Familientreffen sehr beschränkt über das Jahr verteilt. Also einmal im Jahr muss halt sein, das ist dann halt für mich, du nimmst einfach nur Platz weg, für mich zu Weihnachten. Ja, zu Weihnachten finde ich das schon wichtig, die Familie halt mal wieder zu sehen. Meinen Geburtstag feiere ich größtenteils, wenn es geht, im Kreis meiner Freunde. Ja, aber es ist auch. Familie ist ein schwieriges Thema bei mir. Ich hoffe, es ist bei euch kein schwieriges Thema, weil Familie eigentlich was Schönes ist. Schönes sein soll. Aber es heißt nicht, alles klar. Wow. Das heißt ja nicht ohne Grund, Blut ist dicker als Wasser und damit ist ja die Verbindung zur Familie gemeint. Und in den meisten Fällen muss eure Familie euch so akzeptieren, wie ihr seid. Wenn es nicht tut, hat es halt Pech gehabt. Nein, also ich meine, es gibt ja schon leider Gottes oft genug Familienschicksale, wo das Kind verstoßen wird, weil wegen schlechter Schulnoten oder ja, wie das leidige Thema Sexualität, was ich finde, was einfach, also ich finde, ich weiß nicht, warum das ein Thema ist, was so oft in Politikkreisen, Erziehungskreisen, Schulen, weiß der Geier, wo thematisiert werden muss, weil hat doch keins Jucken, mit wem ihr ins Bett geht oder wen ihr in euer Herz schließt. Das ist eure Sache. Das Thema hatten wir ja schon. Aber ja, wie gesagt, es gibt ja oft genug wirklich Familien, wo es wegen diverser Gründe, dass die Familie auseinanderreißt, was sehr, sehr schade ist. Weil, hey, ich kann mit stolzem Recht sagen, meine Eltern sind seitdem ich sehr, sehr klein war, geschieden und mittlerweile trotzdem wieder richtig gute Freunde. Und verstehen sich ja sehr gut, was ich unglaublich wichtig finde. Weil es sind meine beiden Eltern. Und ich finde es auch immer schrecklich, wenn Eltern ihr Kind vor die Wahl stellen. Ja, willst du mit Mama gehen, lieber mit Papa gehen? Macht das nicht. Macht das absolut nicht. Ein Kind braucht, wenn beide Eltern was taugen, beide. Gibt natürlich auch immer Rabenmütter und Rabenväter, die halt nichts taugen. Dann braucht das Kind die aber auch nicht. Aber an sich braucht ein Kind zur Entwicklung eigentlich nur liebende Eltern. Also vollkommen egal, ob zwei Mütter, zwei Väter, ein Vater, eine Mutter. Ein Elternteil, zwei Elternteile. Oder halt auch einfach nur Großeltern, die sich um das Kind kümmern, weil die Eltern arbeiten müssen. Ich wurde auch von meinen Großeltern mütterlicherseits großgezogen, weil meine beiden Eltern viel arbeiten mussten. Und es war okay. Ich meine, klar, ich war dann zu der Zeit natürlich Omas Liebling. Und dementsprechend sah ich auch aus. Aber trotzdem ist das was Wunderschönes zu wissen, dass du auch nicht nur deine Eltern hast, sondern auch eine Oma, die dich um dich kümmert. Also ich finde das halt immer schön, dass ich halt jemanden hatte, zu dem ich auch gehen konnte. Braucht kein Mensch. Neben meinen Eltern. Weil, ja, wenn du Stress mit deinen Eltern hattest und ich war als Kind am Anfang in der Grundschule hatte ich jetzt nicht so viele Freunde, wo ich sagen konnte, hey, ich hau mal ab zu denen. Wenn ich Stress zu Hause hatte, dann bin ich halt eben für meinen Teil zu meiner Oma abgehauen. Das war auch gut so. Aber ich weiß es nicht zu 100%, ich könnte mir vorstellen, dass meine Oma dann halt auch, sobald ich da halt ankam, damals mit meinem Fahrrad noch, wohnten halt im selben Dorf.
die mit Sicherheit auch meine Mutter angerufen hat und gesagt hat so, hey, er ist jetzt hier, mach dir keine Sorgen, mach dir keine Gedanken, weil das Kind einfach so mal verschwindet, weil es gerade Stress zu Hause gab, ist halt. Aber so ein Kind war ich immer schon, wenn es Stress zu Hause gab, bin ich von zu Hause abgehauen. Was eigentlich auch kein guter Weg ist, weil man sollte Konflikten nicht zwangsläufig aus dem Weg gehen oder auch unbedingt immer weglaufen. Schuhe. Da man an sich eigentlich fast jeden Konflikt lösen kann, wenn beide Parteien bereit dazu sind. Wenn beide Parteien sagen, der Gegenüber ist mir so wichtig, ich möchte den Gegenüber nicht verlieren. Ich muss eine Lösung finden. Dann sind auch beide Parteien auch bereit für einen Kompromiss. Weil es würde beiden Parteien mehr wehtun, den anderen zu verlieren, wenn es wirklich wahre Freundschaft ist, wahre Liebe, beide ein richtiges Familiengefühl haben. Würde es ihnen wirklich mehr wehtun, den anderen zu verlieren, als einen Kompromiss zu finden. Was wir für nie vergessen. Wenn ihr halt merkt, dass der andere sich halt einen Scheiß um euch kümmert und anscheinend sehr gut damit klarkommt, euch verloren zu haben, dann wartet ihr denjenigen auch nicht wirklich wichtig. Das ist zwar in erster Linie sehr traurig und hört sich auch scheiße an, ich will einen Ofen machen. Aber es ist ja leider so. Und dann muss man auch immer erstmal zu leben lernen. Dass nicht jeder Mensch euer Freund ist. Dass es auch viele Menschen gibt, die darauf aus sind, euch zu schaden oder euch zu benutzen. Menschen sind manchmal sehr, sehr grausam. Vor allen Dingen egoistische Menschen. Davon gibt es einfach viel zu viele auf der Welt. Was sehr schade und traurig ist, aber ich meine, guck dir die heutige Gesellschaft mal an. Das, was nach außen gelebt wird. Das halt, wie gesagt, schon das Perfekte zählt und nur der Profit zählt und Gefühle. Pff. Leute, die schwache Nerven haben, pff, braucht doch keiner. Das ist halt schon sehr traurig. Weil ich meine, guck es dir doch einfach mal an. Allein wie die Menschen manchmal auf wie geht's dir reagieren. Dass viele Menschen da einfach nur die Phrase einfach raushauen, so wie immer. Oder ja, mir geht's gut. Frellensuppe aus dem Müll. Nice. Die mag bestimmt irgendwer, die heben wir auf. Für irgendeinen Geburtstag. Ja, dass die Leute halt einfach eine Phrase raushauen und sagen, ihnen geht's gut. Ohne wirklich, dass sie in dem Moment nachdenken, wie geht's ihnen eigentlich wirklich? Weil die meisten Menschen, die so schnell auf deine Frage, wie geht's dir, mit mir geht's gut antworten, denen geht's nicht gut. Die sind einfach nur gewohnt zu sagen, dass es ihnen gut geht. Oder wollen einfach nicht drüber nachdenken und blocken mit der Antwort, mir geht's gut, ab. Und dann ist es deine Aufgabe, für dich zu entscheiden, wie viel ist mir der Gegenüber wert? Möchte ich wissen, wie es ihm wirklich geht, oder reicht mir die abwehrende Antwort? Und glaubt mir, Menschen werden es zu schätzen wissen, wenn ihr dann wirklich euch mal für eine Minute hinsetzt, die Leute wirklich fixiert, eure Aufmerksamkeit nur diesen Menschen schenkt und nochmal fragt, und wie geht's dir wirklich? Weil die meisten Menschen rechnen nicht damit. Und die meisten Menschen sind dann auch dann in dem Moment wahrscheinlich so überrascht über eure Geste, über euer auf denjenigen zukommen, dass er wahrscheinlich, in den meisten Fällen jedenfalls, im besten Fall jedenfalls, oder auch in den meisten Fällen, euch wirklich erzählt, was ihm auf dem Herzen liegt. Aber wie gesagt, fragt ihn das nur, wenn euch das auch wirklich interessiert, weil wenn es euch dann erzählt, ihr dann da sitzt ganz gelangweilt und nur eine Fresse zieht, weil euch der Scheiß gar nicht interessiert, dann kann man euch auch nicht helfen. Nein.
ist das für denjenigen eine schlechte Erfahrung. Ihr entscheidet selbst, wie ein Zusammentreffen mit jemandem von eurer Seite aus wird, ob es eine gute Erfahrung wird oder eine schlechte Erfahrung wird. Davon hängt ihr ja ab, weil ihr seid ja von diesen Treffen, von diesem Kennenlernen oder auch generell halt von diesen kurzen Begegnungen 50%. Und wenn ihr offen, ehrlich und höflich in das Gespräch reingeht und wirklich interessiert seid an der Person, sind 50% dieses Treffens schon mal sehr, sehr positiv eingestimmt und sehr, sehr erfolgsversprechend für die Freundschaft, für die Liebe, für einen netten Umgang. Und mit ein bisschen Glück, wenn der andere genauso fühlt, genauso denkt darüber, dann wird das Treffen ein 100%iger Erfolg. Und es ist nicht das, was man möchte, dass man aus jedem Treffen mit positiven Erinnerungen rausgeht oder mit einschneidenden Erlebnissen. Und es muss jetzt nicht sein, dass ihr zusammen, weiß ich nicht, eine Bank ausgeraubt habt oder in einem Vergnügungspark gewesen seid. Manchmal sind auch die kleinen Erinnerungen, wenn man zum Beispiel zusammen auf einer Bank sitzt und auch nur die Zeit miteinander genießt, die Stille genießt. Zum Beispiel im Herbst, wenn die Blätter runterfallen und der Wind seicht geht. Manchmal sind diese Momente viel, viel wertvoller, als wenn ihr zusammen im Kino gewesen seid und einen Film angeguckt habt. Weil ihr in der Zeit nur eure gesamte Aufmerksamkeit auf denjenigen konzentriert habt und nicht auf die Umgebung zwangsläufig. Ihr nur dieser Person zugehört habt. Das passiert mittlerweile viel zu selten. Viel zu selten. Und das ist sehr schade. Das ist sehr, sehr schade, weil die Gesellschaft von heute nur noch am Handy hängt, am PC hängt. Schon wieder das Thema. Hoho. Ja, wenn ich mir halt so ein Pärchen von heutzutage angucke, die zusammen auf der Bank sitzen, mindestens einer von zweien ist am Handy. Während der andere verloren durch die Gegend starrt. Und das ist wieder das 50-50. Wollt ihr, dass die Begegnung ein Erfolg wird, ein schönes Erlebnis wird, oder wollt ihr das nicht? Wenn ihr das nicht wollt, braucht ihr auch gar nicht aufzutauchen, braucht ihr euch gar nicht zu verabreden. Macht dem Gegenüber keine Hoffnung auf eine bessere Freundschaft, auf eine gute Basis für eine Beziehung, auf ein schönes Zusammentreffen. Sondern sagt einfach vornherein, hey, ich habe da kein Interesse dafür. Denn ehrlich wird immer noch am längsten. So, und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Und ja, dann macht's mal gut. Und bis bald. Was zum... Nice. Die Flatterfee macht meine Sachen reif. Tschüssi. Das wäre nett. Dankeschön. Seht ihr? Hat man am Ende der Folge noch ein in-game positives Erlebnis. Das ist doch schön. Macht's gut. Ciao.